Willkommen zurück zu Deus Ex. Ich drücke einfach mal die drei Schalter. Und ich höre, da kommt jemand. Ah, das waren wohl die drei Tore da drüben, die ich da geöffnet habe. Dann, lass ich doch einfach mal... Naja, ich beseitige mal die Gefahr da drüben, bevor noch was passiert. Habe ich mich da schon reingehackt? Das ist eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Deswegen gucke ich da mal eben kurz rein. Ich glaube, ja, ich glaube, ich habe mich da reingehackt. Aber sicher bin ich mir nicht. Ja, das habe ich schon gemacht, dass die Roboter alles angreifen, das stimmt. Und die Kameras habe ich schon ausgestellt. Alles klar, gut, dann mal eben ab nach oben. Was gibt's denn hier? Ah, sehr schön. Kissen. Oh, Dietrich. Das ist gut. Das, da ist ein Bot. Der ist feindlich. Da ist ein Raketenwerfer. Naja, ich habe selber einen Raketenwerfer, aber ich kann mir hier ein bisschen Munition sparen, indem ich einfach den Bot da drüben mit dieser Rakete ausschalte. Ja, wunderbar. Das hat geklappt. Jetzt habe ich hier... Ich habe hier nur noch 6 Raketen. Das war vielleicht gar nicht so blöd, was ich gemacht habe. Weil 6 Raketen sind jetzt echt nicht mehr so viel. Munition, bisschen. Das ist HE-Munition. Ist das für den Raketenwerfer? Nee. Auch dafür ist es nicht. Und auch dafür ist es nicht. Ist es dafür? Nein. Wofür ist HE-Munition? Keine Ahnung. Eine Ballistikpanzerung brauche ich nicht, aber das da hätte ich gerne. Sabotgranaten? Jawohl. Boah. Und eine EMP-Granate. Nö. Ich habe den Raketenwerfer. Wenn auch nicht allzu viel Munition. Lam und Lam. Liegt der Raketenwerfer gerade auf dem Schutzanzug? Sieht so aus, als wäre das Modell nicht ganz... Als würde das Modell nicht dort aufhören, wo es scheinbar aufhört. Und das ist ja nett, dass man das hier als Treppe benutzen kann. Ah, genau. Und wie schon vorher gesehen, gibt es hier einen Umlauf. Ah, den habe ich doch in der letzten Folge erschossen. Und hier drüben ist... Uiuiui, noch ein Lager. Ich gucke mich erstmal hier drüben noch fertig um, bevor ich darüber gehe. Ist da eine Tür? Nö. Ah, da hoch. Ja, aber da drüben war ich ja schon. Ah, vielleicht hätte ich darüber auch hier rüber gekonnt. Über den Balken da. Vielleicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Die Kamera ist leider an, wie ich gerade sehe. Und ich komme da auch nicht wirklich hoch. Dann warte ich doch einfach mal, bis sie nach links schaut. Und dann renne ich nach unten. So, was gibt's hier? Was gibt's denn hier? Hier gibt's doch gar nichts. Hier ist doch gar nichts. Oder wären hier die Bots? Ah! Da habe ich den Schlüssel nicht, den passenden. Vielleicht komme ich dadurch ja dort drüben hin. Uiuiuiui. TNT. Da unten. Mist. Auch da habe ich den passenden Schlüssel nicht. Vielleicht gibt es auch gar keinen. Keine Ahnung. Kann man leider auch nicht aufsprengen. Oh, ich habe 10 Lamps. Ich probiere es mal so. Na. Gerade weit genug hoch, um sie gerade noch so zu treffen, würde ich gerne. Genau so. Okay, vielleicht war das doch blöd. Ich heile mich mal eben. Aber die Dinger sind weg. Immerhin. Und es hat keinen Alarm geschlagen. Yay! So, ja, das speichere ich mal. Warum nicht? Ist ja okay. Ist das eine Kamera? Ja, die sind aus, die Kameras. Sehr gut. Ugh. Diese Fässer.
Die mache ich mal eben wieder auf, damit das Gift hier rauskommt. Das sollte sich dann gleich wieder verziehen oder kann ich da durch? Ich höre Schritte. Die sind wahrscheinlich über mir. Die andere Lagerhalle, die war in diese Richtung. Ach komm, was soll's. Was soll's. Ich gehe einfach darüber. Bis das Gas sich verzieht, dauert es einfach zu lange jetzt. So. Da haben wir einen Wachposten. Ah! Hab ich dich. Ich muss nur mal eben nachladen. So, er ist umgefallen. Sehr gut. Nein, 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 das war blöd. Das war blöd. Ah, gut, man kann mit Waffe wechseln und auch das Nachladen abbrechen und damit kein Magazin verschwenden. Führt der Weg da unten vielleicht dahin? Beziehungsweise ist das andersrum gedacht, dass man da drüber reinkommt oder so? Keine Ahnung. Das ist leider kein TNT. Der da ist grün, dem muss ich nichts tun. Ich greife ja nur die an, die auch mich angreifen würden. Auch der ist grün. Na, na. Ah, was haben wir denn da? Eine Rakete, sehr schön. Komme ich von der kleinen Erhöhung? Yep, komme ich da hoch. Tatsache. Ah, da ist ein Gegner. Den schalte ich mal eben noch aus, bevor ich mir die Kisten schnappe. Zum Glück sieht er mich gerade nicht. Doch, jetzt sieht er mich. Jetzt sieht er mich nicht mehr. Wo kam der Schuss gerade her? Der da unten liegt. Wer hat da gerade geschossen? Ich dachte, da war gerade noch einer. Na gut. Schnapp dir die Kiste. Schnapp dir die Kiste. Geht doch. Und die da hätte ich auch noch gerne. Yep. Wunderbar. So, ja, Sabbatgranaten. Sturmschrotflinte. Sabbatgranaten. Oder ist es Sabbat? Sabbatgranaten, Tatsache. 96 Schuss, 96 Schuss. Mal gucken. 8-8. Es gibt, glaube ich, einen Hotkey, wie man die tauschen kann, oder? Aber die mittlere Maustaste, die war es nicht. Naja, ist schon okay. Was habe ich jetzt drin? Ich glaube, jetzt habe ich den normalen Schrot. Ich nehme mal... Was macht denn das Sabbat? Gibt es da eine Beschreibung? Schrotflinte, blablabla, Sabbatgranate. Massiver Wolframkern, der auf kurze Distanz alle Metallpanzerungen durchschlägt. Bei weichen Zielen verursacht das jedoch nur geringfügige Schäden. Ah, das ist also gegen Bots und so gedacht. Oder gegen, ja doch, gegen Bots, könnte man glaube ich sagen. Oder gegen metallische oder robotische Ziele. Ich muss mal eben hier die Kameras ausschalten. Bisschen schneller. Vielen Dank. Oh, Türen. Ja, dann öffne ich doch mal die Türen. Welche Tür war das jetzt? Ich sehe es gerade nicht. Könnte die Ausgangs... Was habe ich gerade gekriegt? Was habe ich gerade gekriegt? Durchführungsbonus, 20 Fähigkeitspunkte. Okay. Wahrscheinlich, weil ich die Tür geöffnet habe. Na, die hier war es wohl nicht. Das da war es wohl auch nicht. Okay. Ein Dietrich! Yeah! War ich da nicht am Anfang? Doch, doch, da war ich doch. Genau, da hinten kam ich rein. Okay. Ich sehe gerade, meine Energie ist aus. Lade ich mal eben halb auf. Und quatsch mal mit denen da. You a supervisor? Ja. Whole place been turned upside down ever since they opened that sub pen. You supposed to be taking over around here? Ja, natürlich. Hey! I know my job. You want something else out of me? Talk to the union. Wie motiviert du doch bist, deine Arbeit zu erledigen. Motivierte Mitarbeiter. Ja, ist schon okay. Ist ja nicht meine Firma.
Gegenteil. Das sind ja meine Feinde hier. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Hier wohl nicht, aber... Ja, ich könnte die Tempoerhöhung benutzen, aber... Ich habe ja eh so wenig Energie. Bringt mir das überhaupt was, da hochzugehen? Na, ich könnte da rüber, hä? Schauen wir mal. Nein! Na komm, da ist noch einer. Mach das mal so. Ja, ich weiß, ich könnte die Tempoerhöhung benutzen, aber... Aber das kostet Energie und Energie ist gerade Mangelware. Das war vielleicht blöd. So, komme ich daran? Ja. Wunderbar. Nein! Was? Was tue ich hier? Und warum bin ich hier unten? Hä? Warum bin ich da unten? Ach, keine Ahnung. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Komm, was soll das? Das dauert doch sonst viel zu lange. Okay, da oben gibt's nichts. So, bisschen Energie ausgegeben, aber Zeit gespart. Ah, und das da ist offen. Ah! Aha, na dann. Probiere ich das doch mal aus. Ob das funktioniert gegen Bots. Einmal vorher speichern. Naja. So richtig durchschlagen, kommst du mir jetzt nicht vor. Nö, irgendwie bin ich nicht so überzeugt davon. Nee, ich bin nicht überzeugt. Ich nehme den Raketenwerfer. Vielleicht eine Lamp? Nee, die Lamps brauche ich für das Schiff. Also nehme ich den Raketenwerfer. Ach, die Steuerung spinnt mal wieder. Mal gucken, und das... What? Ich kann mich jetzt halt leider gerade nicht bewegen. Ich muss mal eben das Spiel neu starten. Und da bin ich wieder. Jetzt geht die Steuerung auch wieder. Sind diese Viecher vielleicht unzerstörbar? Das hat ja gerade überhaupt nicht geklappt, die mit Raketen abzuschießen. Wo ist er hin? Da. Ah, richtig. Eine Lamp! Vielen Dank! Brauchen wir das Messer? Das brauche ich nicht. Sonst hast du nichts dabei? Okay. So, wie komme ich jetzt bei diesen Bots vorbei? Ich könnte mich unsichtbar machen, aber das kostet sau viel Energie. Ich probiere es einfach mal aus. Ich benutze den Energiezirkulator, ich mache mich unsichtbar und ich mache mich schnell. So. Und dann kann ich hier hin und alles wieder ausschalten. Das hat ordentlich Energie gekostet. Sag mal. Könnte ich bitte mal treffen? Ist ja echt schrecklich hier. Ist das tatsächlich ein Weg nach unten? Nein. Da kann man nur durchgucken. Okay, was ist da oben? Weiß ich nicht. Ich glaube, diese Bots, die müsste ich wahrscheinlich über ein Sicherheitsterminal deaktivieren. Ah, da ist ja noch einer. Ich muss mal eben kurz die Deckung wechseln. So, hier ist gut. Komme ich da hoch? Na? Ich will da hoch. Okay, das klappt nicht. Dann lade ich mal eben und spare mir die Energie wieder. Ich frage mich auch ein bisschen, wo das Schiff eigentlich steckt, das ich holen soll. Das ist Munition. Was haben wir da drüben? US Naval Advanced Marine Research Facility. Okay. Könnte sein. Oh, was soll ich mit dem Messer? Ich brauche kein Messer. Ich habe ein Schwert. Nein, nö. Ich habe doch ein Schwert. Der guckt mich gerade nicht an. Ja, hier durch bitte. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt auf dem Gelände. Hä? Moment, aber 35%, das kriege ich doch. Ja, das wäre doch gelacht. Na. Ja. Die Fässer müsste ich halt mal zerstören da drin. Dafür dürfte jetzt aber der Bot aus dem Weg sein, genau. Was gibt's hier? Ah, ein Aufzug nach oben. Digging the elevator to the top of that crane. You might be able to get on the roof and enter the building through the air conditioning ducts. Ah, okay. Bevor ich da jetzt aber hochgehe und mich rüberschwinge,
wüsste ich doch gerne, was da drüben bei dem Giftgas alles auf mich wartet. 9 Tools! Boah. Man kann den Code bestimmt irgendwo finden. Vielleicht beim Giftgas. Da ist nichts mehr. Da ist der Bot. So, den muss ich mal eben kurz ausweichen. Gibt es denn hier bei den Kisten noch irgendwas? So wie damals in, was, New York? Ich weiß nicht mehr. Nee, passt schon. Ich frage mich auch, ob die jetzt alle explodieren, wenn ich eins hochgehen lasse. Leider nein. Aber hier müsste doch das Subbot ganz gut funktionieren. Oder doch? Nee. Okay, das funktioniert. Ah, das war blöd. Dumm. Das war dumm. Das war einfach nur blöd. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Mist. Der hatte. Genau, der hatte nur ein Messer. So, jetzt dreh dich bitte mal um, blöder Bot. Ich sagte umdrehen. Ja, so ist gut. Fein gemacht. Der hat mich nicht gekriegt. So, jetzt aber. Wie schaut's denn da drinnen aus? Da gibt's Gift, da ist ganz viel Gift und das da scheint ein Schutzanzug oder so zu sein. Ist denn da drüben eine Tür? Geht's da noch weiter? Nein, da geht's nicht weiter. Geht's hier irgendwo vielleicht hoch? Ich hab doch hier die Sichterweiterung, ne? Was war's? F5? Nein, F6. Nein, F7, nein, F8. F8, okay. Ich sehe nicht, dass da irgendwas wäre. Wahrscheinlich lohnt es sich also nicht, dahin zu gehen. Nee, da ist nichts. Ich muss jetzt nur leise sein, damit der sich nicht umdreht. So. Na dann, komm nach oben. Yeah, Munition für Snipergewehr. Stuhl brauche ich nicht. Und was dieser rote Schalter macht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.